Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich bin jetzt hier bei der Raffaello Summer Day, denn hier wird das unbeschwerte Gefühl des Sommers zelebriert. Zum 7. Mal begrüßt Raffaello Summer Day den Sommeranfang und gleichzeitig unterstützt die Marke eine wohltätige Organisation. Du siehst wunderschön aus. Was trägst du? Dankeschön. Ja, ich trage heute Fate Castrati, eine begnadete junge Designerin, die ich heute auch gleich mitgebracht habe. Dort drüben steht sie so ganz schüchtern und süß und brav, aber sie hat es wirklich in sich und ihre Kleider sind wirklich ein Traum. Also grundsätzlich ist man damit sehr gut angezogen. Wie sieht dein perfekter Summer Day aus? Ach Gott, das ist wirklich eine schwierige Frage, wie der aussieht. Also auf jeden Fall entspannt und draußen und am Meer. Weil ich liebe das Meer und ich bin schon jetzt, freue ich mich, in 4 Wochen ist es dann endlich soweit, dann fliegen wir zurück nach L.A., immer noch unsere zweite Heimat und Philly würde immer noch gerne dorthin zurückwandern, ja. Also insofern, da werden wir dann erstmal 4 Wochen sein und uns gut gehen lassen, unsere Freunde treffen. Philly wird Musik machen, also er wird einen neuen Song aufnehmen und ich muss 2 Songs fertig machen, also wird bestimmt eine schöne Zeit. Dieser Beitrag läuft hier während Deutschland gegen Schweden spielt. Also, was meinst du, wie es ausgeht? Also, ich glaube, sie schaffen es 1-0 gegen Schweden. Ja. Wenn nicht, hast du noch eine Alternativmannschaft, für die du voten würdest, damit wir nicht so traurig sind? Ja, es ist lustig. Ich habe das auch schon gesagt, dass ich habe so viele persische Freunde, die natürlich alle wahnsinnig begeistert jetzt sind, weil Iran ja so gut gespielt hat, zumindest im ersten Spiel. Und insofern denke ich, naja, also denen kann ich auf jeden Fall auch mal die Daumen drücken, weil ich weiß nicht, hat Iran jemals irgendeine Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen? Nein, noch nicht. Ich glaube, die waren erst 2-mal dabei. Ja, yeah, genau. Insofern alles schön. Ja. Dann genießt den Abend. Dankeschön, dir auch. Frau Barbara, schön, Sie sehen so schön aus. Wie lieb, danke schön, danke. Was machen Sie denn heute? Naja, ich habe mir gedacht, die anderen war ja elegant. Und habe ich gedacht, ich mache es heute mal originell. Ich habe mir also, dann sommerlicher geht es ja wohl nicht. Ne? Das Kleid ist so ein Kaftan. Man muss den Bauch nicht einziehen. Man kann sich die Süßigkeiten leisten. Und den Schmuck habe ich mir selber anfertigen lassen dafür, habe ich gedacht. Also sommerlicher geht's nicht, oder? Ist das eine Berliner Firma, die den Schmuck macht? Das müssen wir mir mal verraten. Ich weiß den Namen jetzt ja, nicht. Das müssen wir später machen. Ja, ja. Das ist so wunderschön. Ja, der ist in Mitte in der Rosenthaler Straße. Ist ein ganz toller Laden und da kann man sich die Sachen selber anfertigen lassen. Wie sieht denn Ihr perfekter oder schöner Summer Day aus? Ja, also ganz ehrlich, kann ich gar nicht empfehlen. Ich bin so eine Faule, ich reise nicht gerne, ich bin so glücklich in meinem Klado auf der Terrasse in der Sonne, wir haben ja das schönste Wetter. Mein Gärtchen, meine Blumen, meine Terrasse und Sonne, herrlich, meinen kleinen Pool und da bleibe ich am liebsten. Was will man mehr? Genießen Sie den Sommer. Danke. Wie sieht dein perfekter Summer Day aus? Mein perfekter, einen schönen Gin Tonic enthalten mit Gurke. Raffaellos unter einem Baum. Wenn es zu warm ist, gehe ich ins Schwimmbad, in meinen Swimmingpool. Ich bin begeistert. Welcome to Germany. I just want to ask you first, how does your perfect summer day look like? Oh, it will be, the sun will be shining. I will be taking a bath, I think, and meeting friends and have a nice time. Erstmal Gratulation, ihr frisch vermählten. Wie geht's euch? Ja, super. Super. Gerade aus den Flitterwochen zurückgekommen, ein absoluter Traum. Ja, und jetzt ist immer noch Sommer, bis auf heute Abend so ein bisschen. Also alles ist gut. Da erübrigt sich meine Frage, was ist euer perfekter Summer Day? Das war ja jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser, wir brauchen Sonne, wir brauchen Wärme und ein cooles weißes Outfit. Ja. Also fast alles da, bis auf die Wärme. Ein perfekter Summer Day ist eine höhere Temperatur, gern nur 30 Grad, wobei die meisten dann schon draußen sind.
ein bisschen trockener als feucht und natürlich ein wunderbares Glas Champagner, darf aber auch ein Sekt sein, es kommt gar nicht auf den Preis an. Ein schöner Sommerabend, der lange dauert, heute wäre eigentlich der perfekte oder ist ja auch der perfekte. Das heißt, es ist möglichst lange hell, in Hamburg, wo ich auch wohne, immer noch 20 Minuten, ist eine halbe Stunde länger. Ja, und dann in meinem Fall meine schöne Frau an meiner Seite und alles andere ergibt sich dann. Nicht besonders originell und gute Musik im Hintergrund. Perfekt. Läuft dieser Beitrag, da ist gerade Halbzeit Deutschland gegen Schweden. Dann läuft dieser Beitrag. Was denkst du, wie läuft es? Also ich denke schon, dass Deutschland gewinnen wird, weil nochmal ein Verlust, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass nach diesem Schock gegen Mexiko, jetzt die sich wieder gesammelt haben, wieder zum alten Selbstbewusstsein zugefunden haben. Also ich würde mal tippen 2-1, weil Schweden sind auch gut. Aber Deutschland ist dann letztlich immer noch ein Tick besser. Meistens. Nicht immer leider, meistens. Auch ich denke daran, an die wirtschaftlichen Folgen, ob die dann die Fanmeile sofort einpackt danach am Montag. Also ich glaube schon, die Stimmung wäre dann sehr getrübt, das muss man klar sagen. Also was dann meistens passiert, wäre sich der größte Fußballfan aller Zeiten. Man sucht sich dann eine Ersatzmannschaft, mit der man dann hält und die dann bestenfalls sogar noch bis ins Finale kommt. Insofern, ja, Fanmeile wird es bestehen bleiben, aber ich glaube, ohne Deutschland weiter wird das ein bisschen schlapp aussehen in Berlin. Die Autofahrer freuen sich, ich auch, weil ich muss dann immer einen riesen Bogen machen, stehe im Stau. Weil die Farben ja stimmen, habe ich schon eine Ersatzmannschaft gefunden, Belgien. Belgien ist gut, weil ich praat Vlaams en een deel van de mensen zijn ook Vlaams talig, dus die sind gar kein Problem, weil die auch Außenseiter sind und irgendwie gute Pommes frites haben, gute Muscheln haben und auch sonst manchmal sehr originell sind. Und die EU-Zentrale, die kann man ja dabei vergessen, die muss man nicht mitwählen. Und willst du dir noch einen Raffaello gönnen heute? Ich muss es gestehen, ich habe glaube ich beim vorletzten Mal hier so geschätzt und ich glaube sogar in Wirklichkeit mindestens 50 Raffaellos hintereinander weggeputzt. Es hat sich bis heute dann nicht langfristig ausgewirkt, aber wochenlang 10 Kilo mehr mit Sicherheit und lauter Raffaello-förmige Bauchfossen. Noch einen wunderschönen Abend. Okay, tschüss. Diese Veranstaltung zeigt nicht nur die schönen Kleider und die Damen und die tollen Gäste. Nein, sie dient auch einem guten Zweck, denn der Erlös von dieser Veranstaltung, Raffaele, geht an die Aachen. Er liebt mich nicht. Ich traue mich nicht, bis zu Ende zu gehen, aber jeder von euch kennt sicherlich das Spiel. Er liebt mich nicht. Kennt ihr das Spiel, wer liebt mich, er liebt mich nicht? Möchtet ihr das mal ausprobieren, ihr beiden? Einfach nur dran. Sind Sie von hier? Nee. Nein. Von wo? Hamburg. Oh, weit. Natürlich liebt er mich. Super schön. Und Kongratulation, so lange schon zusammen. Also zusammen, aber indem man sich streitet und sich wieder verträgt. Test if she loves you or if she doesn't, she loves you. I might as well, yeah. Do you know this game? Yeah, you plucked off petals, right? Where are you from? Chicago. All right, and from Chicago, live on TV Berlin. Not live. Oh, okay. She loves me. Oh, no, she doesn't love me. Oh, I don't. I think she loves you. When are you going to see her? In Juli. July. She will love you again then. I'm sure. Ich bin alleine im Moment. Gerade frisch getrennt. Aber verliebt bin ich eigentlich immer. In das Leben oder in einen gewissen Herrn? Nein, leider in das Leben. Das ist doch auch schön. Immer mal auch in verschiedene Menschen. Genau. Das ist immer schlecht, dass wir rauskommen. Also er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich nicht. Oh, geil. Und das noch eine. Und er liebt mich. Yes! Wir freuen uns. Guck mal, wie glücklich du strahlst. Ich bin froh, dass ich dir so ein Strahl. Dankeschön. Ich bin jetzt auf den roten Teppich des Admiralspalastes. Auch hier habe ich Prominente gefragt, ob sie verliebt sind oder nicht. Oder wer sie liebt oder nicht. Ja, genau. Und deine Nägel sind auch nicht, ja. Ich nehme mal die alten, ne? Nein, nur eine Blume. Ach so. Nicht die ganzen. Ich dachte schon, okay, ich habe eine genommen. Er liebt mich.
Er liebt mich, das ist doch toll. Das freut mich. Steck ich deine Glücksbringer in die Tasche, okay? Sehr schön, genieß den Abend. Ja, danke gleichfalls. Ciao. Mit meinen Sonnenblümchen das Spiel er liebt mich nicht, einer von euch beiden. Oh. Willst ihr das? Ja, na sicher. Möchtest du das mal machen? Brauchen wir aber nicht, oder? Na ja, du kannst es ja gerne machen. Spaß ist halber. Guck, wir machen das so wie beim Horoskop, mach, da glaube ich doch auch immer nur dran, wenn es gut ist. Macht irgendwas mit Glück oder Geld oder so? Nee. Als mit Liebe. Ich habe Geld, ich habe Glück. Weil es ist so süß, weil mein Sohn, der ist so World of Warcraft und so ist er total. Und da hat er jetzt so eine Figur, da sitzt dann so ein Riesen, wie so ein Gorgol sieht er eigentlich aus. Also hat so riesen Flügel, wie so ein Teufel. Und der sitzt an so einer Felswand und hat eine Blume in der Hand und macht so auch, sie das, liebt was mich. Wir jetzt machen, sie, so genau, richtig. Wie süß. Das ist total süß. 15 Jahre alter Mensch. Süß, wenn ihr das macht. Okay, genau. Also Schätzelein. Warte mal. Du liebst mich? Ja. Du liebst mich nicht? Du liebst mich? Du liebst mich nicht? Du liebst mich? Du liebst mich nicht? Du liebst mich? Du liebst mich nicht? Und natürlich liebst du mich! Du liebst mich! Wollt ihr mal gucken, wie stark eure Liebe ist? Kennst du das? Er liebt mich nicht. Möchtest du eine Blume? Richtig. Aber nicht kaputt machen, oder doch? Was ist das? Ja, die sind schon kaputt. Ja. Und dann, du möchtest testen, ob sie dich... Moment. Oh, jetzt. Ja. Ich bin kein abergläubiger Mensch. Ich glaube nicht an sowas. Nicht. Aber nicht. Man muss ein bisschen eine Vision haben im Leben. Nicht. Also nach 10 Jahren Beziehung solltest du das langsam wissen, lieber Ismet. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ganz spannend. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich doch. Ja. An wen denkst du jetzt? Ach ja, was mit der Liebe ist das nicht so einfach. Guck mal, so viele, muss ich ja eins abbrechen oder so. Er liebt mich nicht. Weißt du was? Das Beste ist, wenn du dich selber liebst und dann kommen die anderen Leute, die dich lieben, kommen von ganz alleine. Hä? Wow, das ist so toll. Hä? Voilà, ich liebe mich selber. Nee, ich bin nicht in mich selber verliebt, aber ich liebe mich selber. Ich mag mich so, wie ich bin und ich habe die Arme groß weit offen und wer kommen will und wer mich lieben will, der soll in meine Arme kommen. Ich bin ganz sicherlich viele, viele lieben. Anrufen. Er liebt mich nicht, Schatz. Er liebt mich. Ist das echt die letzte? Nein, da drunter ist eine!